Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder ein neues Video von mir. Ja, wie ich schon bei Facebook erwähnt habe, habe ich mir einen neuen Lockenstab gekauft. Und ja, das war gar nicht so einfach. Also ich wollte ein Gerät haben, wo ich mir einfach und schnell schöne, richtige Locken und Korkenzieherlocken machen kann oder mal leichte Wellen. Und ich hatte mir ja den GHG Hairstyler gekauft, mit dem ich ja auch eigentlich sehr zufrieden bin, aber mit dem bekomme ich halt keine Locken hin. Also diese richtigen Korkenzieherlocken, Spirallocken, die bekommt man damit, also ich bekomme sie damit nicht hin. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann kaufst du dir einen einfachen Lockenstab. Die sind ja nicht so teuer. Und ich wollte aber keinen Lockenstab haben mit dieser Klammer, also mit dieser Plastikklemme, wo man die Haare mit einklemmen kann und dann hochdrehen kann. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen ganz einfachen Stab haben, der keramikbeschichtet ist. Und ja, und dann habe ich ein bisschen Tutorials geguckt, welche da so häufig verwendet worden sind, welche Lockenstäbe. Und ja, da bin ich auf den von Remington gestoßen, und zwar der Pearl Wand. Das ist das gute Stück. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Das war zufällig auch noch im Angebot gewesen. Das war 35 Euro. Und ja, der ist bis 210 Grad Celsius erhitzbar. So sieht der aus. Das ist das gute Stück. Hier haben sogar noch die Etiketten dran. Ja, so sieht der aus. Hier ist dann die Digitalanzeige. Hier sieht man dann, wenn das Gerät eingeschaltet ist, auf welcher Temperatur man das stehen hat. Wie gesagt, man kann es hoch. Hier kann man die Temperatur hochstellen bis auf 210 Grad. Und wenn man dann wieder niedriger machen möchte, drückt man auf das Minus. Ich benutze immer 180 Grad dafür. Also, was heißt immer? Ich habe es jetzt gerade mal zweimal benutzt. Hier ist die An-Taste und das Display leuchtet blau. Ja, also die Handhabung ist ziemlich einfach, würde ich sagen, weil mit der Klemme kam ich nicht gut zurecht. Also mit diesen Lockenstäben, mit der Klemme, da verheddern sich meine Haare drin, und deswegen wollte ich so einen einfachen, runden, schlichten Keramikbeschichteten. Empfehlenswert ist auch wirklich dieser Handschuh, der dabei war, den auch anzuziehen, weil dieses Gerät ist wirklich heiß. Und im 0,nix hat man sich da auch wirklich schnell verbrannt, wenn man nicht aufpasst und wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Also ich habe mich schon verbrannt. ja, also man sollte die Haare, das Deckhaar sollte man erstmal abteilen. Also ich habe oben angefangen und habe mich nach unten hin hergearbeitet. Und geht ruckzuck. Also ich zähle immer bis maximal 10, wenn ich eine Strähne eingerollt habe, und dann lasse ich los. Und ja, beim ersten Mal, als ich das benutzt habe, waren unten ungefähr 2 bis 3 cm gar keine Wellen drin. Die Spitzen waren komplett ungelockt oder ungewellt, weil ich habe es nicht nah genug, also nicht eng genug gewickelt, und die Spitze habe ich gar nicht mit eingewickelt, weil hier kein Platz mehr war. Also man muss wirklich gucken, dass man unten anfängt, sich hocharbeitet mit dem Eindrehen, und dann bitte auch Vorsicht mit der Kopfhaut. Ja, aber jetzt habe ich den Dreh so ein bisschen raus, und dafür ist wirklich der Handschuh sehr gut geeignet. Ja, dabei war da noch eine hitzeschutzbeständige Travel-Tasche dabei, also wenn man den mal irgendwo mit hinnehmen möchte. Und wenn er noch heiß ist, man kann ihn trotzdem da rein tun. Man sollte nur aufpassen mit dem Kabel, dass der Kabel sich nicht hier irgendwie, wenn er noch an ist, weil dann schmort es sofort durch. Ja, und was da noch bei war, gratis, ein Schmuckarmband. Das Schmuckarmband, das habe ich ein kleines Mädchen von einer, also hier von einer Bekannten geschenkt. Die hat sich gefreut. Ja, aber ich denke mal, für den Preis, da kann man wirklich nicht meckern. Und ja, ich muss mich da noch ein bisschen so mit zurecht wursteln, aber jetzt fürs zweite Mal, finde ich, ist ganz gut geworden. Ich nehme meinen Balea Hitzeschutz, sagt das was, riechst du da? Mein Balea Hitzeschutzspray nehme ich dazu, und ja, dann hoffe ich, dass ich damit noch ein bisschen besser klarkomme. Und ja, ich wollte euch das nur mal zeigen. Also ich bin wirklich
von der Handhabung sehr zufrieden, ganz einfach und vor allem man bekommt ganz tolle, schöne, definierte Locken hin. Man kann allerdings auch keine definierten Locken, man kann einfach nur so eine Wuschelfrisur damit machen. Hauptsache ein bisschen Struktur drin und nicht so allglatt dann runterhängen. Man kann also relativ viel damit machen. Und für mich ist die Handhabung einfacher wie mit dem GHG Hairstyler. Also mit so einem Lockenstab komme ich besser klar wie mit dem Hairstyler, sage ich ganz ehrlich. Ist mir einfacher. Aber so ist jedermanns Handgeschick halt unterschiedlich. Aber ich bin ganz zufrieden und froh, dass ich mich für den hier entschieden habe. Für mich kam dann noch einer von Braun in Frage. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Bezeichnung, aber der war auch sehr interessant. Nur der war teurer gewesen. Ich meine, der war 50 Euro. Aber ich habe jetzt erstmal den und na gut. Okay, meine Lieben, das wollte ich Ihnen nur kurz mal zeigen. Das nächste Video wird übrigens sein ein Update von meiner Parfümsammlung, weil da sind jetzt echt einige noch dabei gekommen. Also auch nach Weihnachten sind da ja noch einige beigekommen und dann mache ich mal ein kurzes Update. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.